Willkommen beim Filmfest München, bei einem Filmmakers Live, auf das ich mich sehr gefreut habe und genauso viel Angst davor hatte. Ja, meine Damen und Herren, heißen Sie herzlich den King of Queer willkommen. Heißen Sie bitte herzlich mit mir willkommen, Rosa von Praunheim. Das ist ja ein nettes Publikum, aber jetzt sieht man gar nichts. Guck mal, ich konnte vorher sehr gut sehen, wer alles da ist. Jetzt ist es auch schon besser. Sehr toll, sehr schön. Gut, ich meine, warum seid ihr hier? Das ist ja immer die Frage bei diesem schlechten Wetter oder so. Ne? Na gut, dann machen wir es so. Darf ich Sie mal fragen, warum Sie hier sind? Oh, schön, hat dir gefallen? Wirklich? Sehr gut, toll, wunderbar. Das freut einen älteren Herrn doch sehr. Sehr gut. Ja, wir stehen, ne? Das ist besser, dann sehen wir doch das Publikum. Und eine Dreiviertelstunde stehen, ja. Ach so, wir können uns ja setzen, wieder stehen. Ja, wir machen das. Bisschen genau. Gymnastik. Er ist nämlich sehr gelenkig, das muss ich sagen. Er hat gestern bei der Abschlussfeier, hat er wie der wilde Watz getanzt. Also so ekstatisch zu deutschen Schlagern, es war schon peinlich. Aber wirklich sehr gelenkig und ich schließe darauf natürlich, dass sein Sexleben famos ist, wenn jemand sich so toll bewegen kann. Vielen Dank für das Kompliment. Wollen wir uns setzen? Ja, Rosa, wir sind hier mit Rex Gildo, der letzte Tanz. Ja, wir hatten tatsächlich einen wunderschönen Tanz und viele Tänze gestern Abend. Ich habe aufgegeben, das Gespräch vorzubereiten, weil du natürlich 50 Jahre Filmgeschichte in Deutschland mitgeprägt hast, Aktivismus, 150 Filme dabei entstanden sind. Und deshalb ist es sehr schwer und in einer Dreiviertelstunde nicht machbar. Darf ich ein bisschen näher an dich randrücken? Natürlich. Weil dann verstehe ich dich besser, weil ich ja auch in meinem Alter schon schwerhörig bin. Aber du hörst doch den Leuten gut zu. Das kann man wohl sagen, ja. Das heißt, du drückst dann alle Leute dann ganz nah ran. Wie machst du deine Interviews? Ja, ich unterrichte ja auch, also wie man Interviews führt und diese Körperlichkeit ist eigentlich wichtig dabei. Ne? Man muss in die Augen schauen und man muss eine Empathie haben, Sympathie, das muss der andere merken. Ich habe ja mit, als meinem Film Männerhelden, schwule Nazis, mit schwulen Nazis gesprochen, die dann so Maria Eva Braun hier auf dem Ding tätowiert hatten und sagten, ja, ich habe schon mein Kamerateam zusammengeschlagen. Da musst du natürlich geschickt sein, ne, bei den Fragen. Und wenn die merken, dass du ein wirkliches Interesse hast, du möchtest einfach diesen Widerspruch wissen, ne, warum die schwul und Nazis sind. Und da komme ich eigentlich ganz gut dann an die Menschen ran. Aber, also ich meine, das ist alles noch ohne Kamera. Oder hast du da meistens bei diesen ersten Gesprächen schon die Kamera dabei? Weil nee, aber ich gehe ja sofort auf die Menschen bei dir. Ja, also ich frage gern aus. Ich meine, das ist natürlich eine Berufskrankheit. Ich meine, es ist ja so, dass ich eigentlich als Filmemacher, man hat die Krankheit, dass man gar nichts mehr selbst empfindet, sondern die Kamera ist da oben und man beobachtet sich nur. Ne? Aber woher, hast du das mal ergründet oder hast du bewusst gesagt, warum soll ich das ergründen? Das ist mein Ich und das macht mir unglaublich viel Spaß, andere Menschen sofort zu erkennen, sofort aufzumachen. Ja, aber das entwickelt sich natürlich. Also mein erstes Interview, da weiß ich noch, ob das in Oberhausen war oder so, da bin ich unter den Tisch gekrochen mit dem Mikrofon, weil mir das so peinlich war. Ne? Also so lernt man dann langsam zu reden. Und als ich damals meinen schwulen Film gemacht habe, 1971, Berlinale, danach die Diskussionen, die ja unheimlich heftig waren, dann lernst du langsam vom Publikum zu reden und irgendwie auch auf heftige Fragen zu antworten. Das, ja, das lernt man dann. Das ist Learning by Doing. Ich denke, das ist bei dir ähnlich, oder? Dass du jetzt hier öffentlich sitzt, ist dir das nicht peinlich? Immer, aber auch ich habe gelernt, damit umzugehen. Deine Fragetechnik steckt irgendwo zwischen einer großen Zärtlichkeit, einer Direktheit, aber auch einer Spur Sadismus, würdest du das auch? Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, in meinem Haus in Berlin gab es lange ein SM-Studio und ich war befreundet mit der Domina, über die ich jetzt einen Film mache, 20 Jahre an der Peitsche. Und die hat mir dann, da durfte ich öfter zugucken
Ne? Hoden aufnageln, Elektroschocks und so oder gynäkologischer Stuhl und so. Ich meine, das war schon sehr beklemmend. Tolle Frau, wirklich eine wunderbare Frau und ich denke, dass sie auch ein gutes Werk getan hat für viele, die das brauchen. Warst du schon mal im SM-Studio? Nein. Und dann hast du ja noch einiges vor dir, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, du wirst von deinen Kindern gequält, ne? Ja, ich freue mich sehr, meine Kinder nach 10 Tagen Abwesenheit wiederzusehen. Ja, wunderbar. Ja. Gibt es Nachfragen zum neuen Film über das SM-Studio von Ihrer Seite? SS-Studio, das waren vorher die schwulen Nazis. Also jetzt ist alles zusammengekommen. Wollen Sie etwas über Hodenaufnageln noch näher wissen? Ja, das ist sehr schwierig, weil damit es nicht blutet, ne, muss man die richtigen Stellen finden. Denn für eine Domina, wenn der da nach Hause kommt und blutige Hoden hat, das ist nicht so gut. Aber jetzt, das ist doch ganz spannend. Also du würdest trotzdem das ja nicht in Bildern zeigen, sondern du zeigst es im Gesicht und in den Geschichten der Menschen. Und es gibt 2 Techniken bei dir. Das ist das Tiefeninterview, das nicht aufhört, das immer tiefer hineingeht. Und dann gibt es, so wie bei Rex Gildo, die Kombination mit den Spielszenen, die dein Kino jetzt wieder stärker in den letzten Jahren ja absolut prägt. Welches Thema braucht denn sozusagen die Spielszene und welches Thema, wir hatten ja auch Überleben in Neukölln hier gezeigt, in 2017 lebt ganz aus den Interviews und den Begegnungen mit den Menschen? Ich habe das nicht ganz verstanden, deine Frage. Also, okay. Du warst zu verstiegen? Du meinst, wann ich dokumentarisch Einschübe mache, Interviews sozusagen. Ja, nee, also ganz viele Filme sind halt rein dokumentarisch, ja. Und die sind in der Hauptsache Interviewfilme. Hm. Natürlich immer wieder unterbrochen, aber du würdest sozusagen nicht in den Akt des Handelns im SM-Studio gehen oder sagst du ganz im Gegenteil, das ist doch Quatsch und das wird Teil des Films jetzt. Nein, das ist dann auch, also ich mache Interviews dann mit der Domina und habe ja meine Studenten im ersten Semester immer mit ins SM-Studio gebracht und habe gesagt, also ihr werdet viel leiden müssen als Filmregisseure, also müsst ihr lernen, fröhlich zu leiden. Ne? Die 2. Stunde war dann Autopsie, Charité, morgens um 7, ne? Wurde eine Leiche zerstückelt, dann sind die alle grün und blau rausgekommen, dann mussten sie schreiben, 10 Minuten schreiben und damit sie überhaupt Gefühle, ne, aufs Papier brachten, denn Film ist ja nicht Gedanken in Bilder, sondern Gefühle in Bilder. Und meine Studenten, wenn die Abitur haben, dann haben die ja nicht mehr, wissen die ja nicht mehr, was Gefühle sind, gerade in Deutschland, dann muss man ihnen das wieder beibringen. Und deswegen diese 3. Stunde war Boxunterricht, ne? Ihr müsst euch durchs Leben boxen. Aber sind diesen ganzen Prozess auch die sogenannten Rosa-Kinder, Tom Tykwer, Axel Ranisch, Julia von Heinz und so weiter, durchgegangen mit dir? Waren das immer sozusagen deine Unterrichtseinheiten? Haben die auch sowas erlebt mit dir? Also Julia von Heinz war ja, glaube ich, 15 Mal abgelehnt worden an Filmschulen. Und als sie dann zu mir kam, da habe ich sie gleich als Dozentin eingesetzt. Also ich dachte, das ist besser, wenn sie dann anfängt zu unterrichten. Dann lernt sie ja auch was an der Hochschule. Und das hat sie wunderbar gemacht. Aber wieso hast du sofort die Dozentin in ihr gesehen? Na, sie ist eine unheimlich kluge Frau. Sie begreift schnell. Es war toll. Ich habe sofort gesehen, dass sie, und ich weiß nicht, was sie da, warum sie abgelehnt wurde, was sie da eingereicht hat und so. Das ist ja, sind ja einige, die begabt sind. Und dann, also für sie war es toll, dass sie gleich, Tom Tykwer ist auch, glaube ich, 3-mal an Filmschulen abgelehnt worden und hat dann selbstständig, ich habe ihn, der war Vorführer und Kinoleiter, dann Wuppertal, dann in Berlin im Movimento. Und als ich ihn traf, da hatte er so Kurzfilme gemacht, alles so Klischeesachen, so Gangstersachen und so. Und er hatte eine wunderschöne Freundin, Christiane, wirklich eine, also Tom war auch die beiden, das schönste Paar von Berlins. Und ich habe viele Partys gemacht und die so kurz nach Mitternacht stritten die sich furchtbar, die beiden. Also es war so furchtbar, sie wollten sich trennen, sie haben geheult und so. Und dann sage ich zu Tom, das kann nicht umsonst sein. Das ist doch so wunderbar, dass ihr das erlebt. Das musst du filmisch verarbeiten. Und da hat er seinen Film Because gemacht, den ersten kurz, also eine halbe Stunde, wo er diesen Streit sozusagen in Film gebannt hat. Großartiger Film. Und seitdem macht er großartige Filme. Ohne Schmerz kein Film, zusammengefasst? Genau, also überhaupt Kunst, ne? Ich habe ja ein Buch geschrieben, Wie wird man reich und berühmt? Und schon, wenn man das anfasst, nützt es schon was. Und da habe ich viele praktische Tipps, wie man sozusagen, also um kreativ zu werden.
Ne? Das ist, sind ja immer wieder junge Leute, die wollen sich bewerben, wollen Künstler werden oder so. Und da, ich finde, das gehört eine gewisse Disziplin dazu. Und ich habe aus den Erfahrungen mit Unterrichten, ich meine, ich habe ja, also es ist ja so, dass Leute eigentlich faul und undiszipliniert sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meisten Fällen, die werden, ich weiß nicht, von 300 Leuten werden 10 genommen an der Filmschule, und wenn sie dann einmal aufgenommen sind, fangen sie langsam an, faul und undiszipliniert zu werden. Und dann habe ich ein Gefängnis gemietet und in Neustrelitz und habe die in Einzelzellen untergebracht. Ich war dann auf dem Gang, guckte durch das Loch immer, ob sie auch arbeiten. Sie hatten nur eine Kamera, keinen Computer und kein Telefon dabei. Am zweiten Tag habe ich einen Schauspieler oder Schauspielerin dazugesellt, und dann mussten sie in 10 Tagen einen Film machen. Die wollten nicht mehr raus aus dem Knast. Die waren so begeistert, dass sie so viel Fantasie haben. Ne? Also nein, es hat mir Spaß gemacht, vieles zu erfinden an Methoden und mit denen auszuprobieren. Und ich meine, und dann, wenn das nach dem Knast nicht richtig geklappt hat, habe ich sie nach Kalkutta geschickt. Ne? Und in die ärmste Stadt der Welt. Und da kannst du nur gute Filme machen. Ich meine, es liegt ja alles auf der Straße. Hattest du auch so jemanden, der für dich die Sachen erfunden hat, oder brauchtest du das nicht? Also du hast es für andere gemacht, in eine Intensität zu gehen. Ich glaube, die hattest du einfach in deinem Leben. Und insofern lagen für dich also die Themen auf der Straße. Ich bin ja im Gefängnis geboren. Ne? Und das, glaube ich, prägt einen, obwohl ich bin... Aber Moment, du hast es natürlich nie bewusst erlebt. Du bist wirklich da nur geboren. Es gab keinen bewussten Moment natürlich darüber. Nein, keinen bewussten Moment. Aber ich habe ja einen Film gemacht. Meine Mutter hatte mir das mit 94 Jahren, die hat lange bei mir gewohnt im Alter, ist dann mit 98 gestorben, beim Schachspielen übrigens. Das kann dir dann auch passieren, ne? So wie du aussiehst, dass du auch gut alt wirst. Deine Eltern sind auch alt geworden? Die leben noch. Die leben noch? Ja. Ah ja, gut. Ja, ja. Und sind gesund, oder? Sind gesund, ja. Ja. Ja, ja. Und was halten Gesundheit. Die von dir? Du wolltest gerade erzählen, was das für eine Auswirkung hatte, ja, im Gefängnis geboren zu genau. werden. Genau. Ja. Also ich habe mit Elfi Mikisch als Kamerafrau, sind wir nach Lettland in Riga geboren, Ende November 1942, deutsche Besatzung, ein schrecklicher Knast, furchtbar viele umgekommen. Und dann komme ich in dieses gynäkologische Zimmer, wo ich real dann, also geboren wurde. Und das war schon ein sehr bewegender Moment in diesem wahnsinnigen Raum. Aber meine Mutter war angeblich schizophren. Die ist dann ein Jahr nach dem Krieg, ist sie in Berlin ermordet worden in der Psychiatrie von denselben Ärzten der Euthanasie, die da noch weiter praktiziert haben. Das war ein Skandal. Und ich habe dann, gab es so ein Feld, wo die anonym so begraben wurden. Habe ich so ein kleines Stück Gras genommen, habe das bei mir eingepflanzt und so. Also sie hat mich weggeben müssen oder sie hat mich weggeben wollen. Ich weiß nicht, wie das damals im Knast war. Ich kam dann in ein deutsches Krankenhaus und da haben meine zweiten Eltern haben mich dort geklaut. Sie konnten mich nicht offiziell adoptieren, aber bei Kriegsende haben sie mich einfach geklaut und haben mir das schönste Leben ermöglicht, was man überhaupt haben kann. Ein Übergang von Ostdeutschland nach Westdeutschland, dort bist du dann aufgewachsen. Wie war ich das? Bin war genau am Rand in Ostdeutschland, am Rand von Berlin aufgewachsen. Im 10. Lebensjahr sind wir also geflohen sozusagen, damals gab es noch keine Mauer. Und dann bin ich übers Rheinland, bin ich nach Frankfurt gekommen, nach Braunheim, deswegen auch mein Name, Rosa von Braunheim. Und habe da meine Jugend erlebt und bin nach Berlin gegangen, habe Malerei studiert und habe auch geschrieben. Und ja, ich hatte niemand in meinem Umfeld, der kreativ war. Also das waren Ingenieure, meine Mutter wäre gern Ärztin geworden, war Berufsschullehrerin dann, die. Und das Schöne ist, sie haben mich geliebt, ohne mich zu verstehen. Ich weiß nicht, ob du das mit deinen Kindern auch könntest. Also wenn die jetzt Neonazis werden, würdest du sie trotzdem lieben? Ne? Schwierige Frage. Und da war dieser verrückte Künstler, dieser Junge, der so viel Fantasie hatte und blödes Zeug redete, unheimlich schlecht in der Schule war, hielten mich auch alle ein bisschen für doof. Und haben mich trotzdem geliebt und haben an mich geglaubt. Und das ist was Wunderbares. Ne? Das haben viele nicht. Viele, viele Menschen wachsen auf
ohne dass sie wirklich geliebt werden, dass man ihnen vertraut. Gerade Leute aus schwierigen Verhältnissen. Ich habe einen Film über Stricher gemacht. Viele Rumänen, Bulgaren, die in fürchterlichen Verhältnissen aufgewachsen sind und die nie, nicht eine Person hatten, die an sie geglaubt hat oder die sie gemocht haben. Das ist ein ganz anderes Leben. Insofern bin ich da sehr, sehr froh, dass ich diese Eltern hatte, obwohl sie mich, wie gesagt, nicht verstehen konnten. Also Kunst war für sie fremd. Und die erste Familie der Gleichgesinnten hast du dann unter Schriftstellern, bildenden Künstlern oder schon unter Filmemachern gefunden? Das war noch in der Schule. Das war ein Freund, ein polnischer, jüdischer Sohn eines Arztes oder so, der mit mir in der Schule war. Und der fing an zu malen. Und dann habe ich auch gemalt, angefangen zu malen, wie in einem Rausch. Ich bin ja dreimal sitzen geblieben, noch nicht mal mittlere Reife. Und dann habe ich mich beworben irgendwie da an der Werkkunstschule, bin auch abgelehnt worden. Aber beim zweiten Mal angenommen. Und dann kam ich dann nach Berlin an die Kunsthochschule und habe sozusagen gemalt, habe aber nebenbei viel, sehr früh Gedichte geschrieben. Und das war, ohne dass ich groß Vorbilder hatte, also von meinem Elternhaus. Dann bin ich natürlich gern ins Kino gegangen, ne? Arthouse-Filme, frühe italienischen Neorealisten und dann Fellini und sowas. Hat mich sehr geprägt, Ingmar Bergman und diese Sachen. Und natürlich Literatur, Gedichte. Ich hatte eine Literaturzeitschrift, dann hatte ich mir abonniert und so. Aber ohne jetzt, dass ich irgendjemand richtig kannte oder so. Das kam dann auf der Werkkunstschule in Offenbach, da waren dann Gleichgesinnte. Und dann natürlich auch auf der Kunstschule in Berlin, Hochschule. Da lernte ich natürlich Leute kennen. Was solltest du eigentlich wissen? Naja, wie du die Kamera sozusagen als aktivistisches Instrument dann in die Hand genommen hast. Da ist Werner Schröter, da ist der junge neue deutsche Film, da ist dann 1971 plötzlich, wo du zu einer Galionsfigur wirst. Vielleicht willst du ein bisschen mehr doch noch dazu erzählen. Genau, also ich fand Film immer wahnsinnig oberflächlich, ne? Also Malerei, Literatur ist natürlich was viel Höheres, Musik und so. Wie du weißt, ist Film natürlich, ne? Kann manchmal sehr primitiv sein und nicht sehr intelligent, dachte ich jedenfalls und dachte deswegen, Film hätte mich gar nicht so interessiert. Aber ich hatte dann wieder zurück in Frankfurt, gab es einen Kameramann vom Hessischen Rundfunk und da gab es die Möglichkeit, ich kann einen Kurzfilm machen. Und ich hatte damals in Berlin mir eine Gruppe von sogenannten Superstars, also von originellen, kreativen, wunderbaren Leuten, hatte ich um mich geschart. Wir haben Fotosessions gemacht, damals auch schon mit Elfie Mikesch, die fotografiert hat. Dann haben wir einen Fotoroman gemacht. Und dieser erste Film, 1967 von Rosa von Braunheim, 12 Minuten schwarz-weiß, mithilfe dieses Kameramanns und einer Cutterin beim Hessischen Rundfunk, wo wir heimlich geschnitten haben, der lief dann in, ich glaube, Oberhausen oder Mannheim, ich weiß es nicht. Jedenfalls daraufhin kaufte das hessische Fernsehen den Film und da kriegte ich 4.000 Mark, konnte den zweiten machen, Rosa Arbeiter auf Goldener Straße, 1968. Da kriegte ich gleich den Kulturpreis, 25.000 und auch nochmal verkaufte. Der dritte Kurzfilm, Schwestern der Revolution, war das Thema Homosexualität schon drin. Ich habe gesagt, also so die Frauenbewegung und Schwulenbewegung, oder Schwulenbewegung gab es ja damals noch nicht, aber Schwule und Frauen sollen sich solidarisieren und so weiter. Und dann im Jahr 1970 habe ich dann drei Filme machen können, größere Filme. 1969 wurde der Paragraph 175 zugunsten von Homosexuellen verändert, abgeschafft ja erst 94. Aber 69 gab es halt diese Liberalität und da fragte mich WDR, Bavaria, hier also Bavaria Studio, ob ich eben zu dem Thema einen Film machen will. Und da war ich sehr schlau, muss ich sagen. Also ich habe den Film gemacht, wie auch meine Kurzfilme, als Stummfilm und hinterher Ton drüber gelegt. Mhm. Ich habe, weiß nicht, 5 Sprachen gesungen und weiß nicht was. Und in dem Fall habe ich das auch gemacht. Ich habe da so ein oberflächliches Skript, also ein junger Mann kommt aus der Provinz in die große Stadt und erlebt da so ein bisschen die schwule Subkultur. Das war so eine kleine Kitschgeschichte und die habe ich verfilmt und das war ein großes Team dann von der Bavaria. Ich hatte auch ein Regiestühlchen mit meinem Namen
Und mein Freund saß dann immer auf meinen, hier auf dem Schoß und so weiter. Ich habe mich wahnsinnig amüsiert über dieses Filmteam, weil ich das nicht kannte. Ich habe ja immer selber Kamera gemacht und alles alleine gemacht. Und dann plötzlich waren so viele seriöse Leute um mich rum. Und dann haben wir in der Subkultur gedreht, die verschiedensten Szenen. Und dann hier in der Bavaria am Schnittplatz habe ich dann einen Kommentar oder zwei verschiedene Tonebenen erfunden, einmal eine Kitschgeschichte und dann einen analytisch scharfen, analytischen, kritischen Beitrag über sozusagen das Unpolitische der Schwulen, dass die nur an Kitsch interessiert sind, nicht für ihre eigene Emanzipation und sie praktisch beschimpft. Und als dann die Bavaria den Film sahen, waren die so entsetzt, als dann das Fernsehen WDR, das war ja für die ARD, damals gab es ja nur drei Programme, als sie das gesehen haben, die Gemeinschaft der ARD-Leute, waren die so entsetzt, dass sie den Film abgesetzt haben. Und vorher war aber die Uraufführung beim Berliner Filmfestspielen 1971 und das war auch sehr interessant, also das war ein großer Saal, Kinosaal und war ganz leer, ne? Also kurz vor der Aufführung. Keiner, es wurde langsam dunkel, die Massen strömten rein. Die große Angst, als schwul erkannt zu werden, wenn man einem schwulen Film war. Und dann sahen die einen Film, sie hofften natürlich auf einen Film, der sagt, ihr seid wunderbar, ihr lieben Schwulen, ich meine, ihr macht alles richtig und jetzt endlich habt ihr ein bisschen Freiheit. Im Gegenteil sahen sie einen unheimlich kritischen Film und da passierte was ganz Erstaunliches. Sie waren so wütend auf mich und auf den Film, dass sie aufstanden und sagten, so sind wir nicht. Das heißt, der erste Schritt zur Emanzipation. Sie haben sich geoutet. Mhm. Sie standen auf und sagten, also ich erlebe das ganz anders und so weiter, aber wie du, wenn dieser Film wird uns wieder ins KZ treiben und so weiter. Und es war eine kleine Minderheit von studentischen Schwulen, 68er, die das zum Anlass nahmen, die erste Schwulengruppe zu gründen in Berlin, die Homosexuelle Aktion West-Berlin. Dann sind wir, als der Film nicht im Fernsehen lief, sind wir auch nach München überall, haben wir dann mit dem Film, nie ohne Diskussion, haben wir immer Gruppen gegründet, über 50 Gruppen. 1973 kam der dann endlich in die ARD, der Film, nach einer großen positiven Pressekampagne. Nur Bayern hat sich ausgeschaltet, ne? Wie später auch bei dem Film Die Konsequenz. Weißt du, was die Bayern dann gezeigt haben, der BR parallel? Dann wurde irgendwas ein Ersatzfilm gezeigt, ein Heimatfilm, weißt du nicht? Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber sicher irgendwas Komisches. Und Benzin im Blut, stimmt, ja. Ein finnischer Rennfahrerfilm als Ersatzprogramm. Mhm. Gegenprogramm. Ja, aber ich muss sagen, der WDR stand zu dem Film, damals der Rohrbach, der Fernsehspielleiter, und er hat ihn dann schon 72 im WDR 3 gezeigt, auch mit einer großen Diskussion, und 73 im Fernsehen, das war dann ARD, recht spät, aber auch mit einer großen Diskussion, und das war natürlich damals der Hit, also alle haben darüber diskutiert, und viele Schwule erinnern sich noch, inzwischen älter, dass sie da sehr jung waren und die mit den Eltern nicht wussten und so, aber dass das sehr viel ausgelöst hat. War denn Angst nie für dich ein Thema? Also im Prozess beschreibst du, du bist eher amüsiert über die Größe des Teams und das Formalisierte beim Schaffen. Dann machst du einen komplett gegenläufigen Kommentar, schiebst den unter. Dann hast du eine Premiere, wo die Leute nicht vorher reingehen, wirst dann angeschrieben. Das sind doch alles extreme Druckmomente. Wie bist du damit um? Oder wie stehst wenn man du jung ist, wenn man jung ist, dann, das war ja auch so, ich bin ja aufgewachsen in den 60er Jahren, wo Homosexualität kriminalisiert war. Und wenn du jung bist dann, und ich war ein verrückter Künstler, dann bin ich auch in die Schwulenlokale. Ich wurde ja gar nicht akzeptiert, weil ich so verrückt angezogen war. Die Schwulen waren ja höchstens ein gelber Pullover, das war schon also ein großes Statement. Also waren ja sehr bürgerlich. Ich meine, die studentischen Schwulen gab es ja in dem Sinne noch nicht organisiert. Und ich habe dann immer Sex mit irgendwelchen Dekorateuren vom KDW gehabt, die dann irgendwelche deutschen Schlager auf dem Schrank hatten und so. Es war schwer, dann Gleichgesinnte zu finden. Und es war ein sehr, sehr spießiges Milieu von Leuten, die sich überangepasst haben und glaubten, wenn sie sich besonders anpassen, dann werden sie nicht verfolgt oder so. Und das war eben die Sache, unter der ich sehr gelitten habe.
Und deswegen auch diese Wut, die ich dann in den Film gelegt habe. Würdest du sagen, dass dann mit der Gründung dieser Aktion in Berlin und an vielen anderen Orten, dass sich diese Situation dann zwar nicht schlagartig, aber sehr schnell für dich geändert hat und das Gefühl von Gleichgesinnten und dem um dich herum gekommen ist und das Gefühl des Alleinseins verschwunden ist? Ja, natürlich. Also dann war plötzlich eine Gemeinschaft da und ich bin ja dann, ich hatte damals so eine Art Film, also eine Fabrik gemietet, wo ich meine Filme machte und die habe ich dann einen großen Raum an die Schwulenorganisationen sozusagen denen gegeben, wo wir uns treffen konnten, die ersten großen Treffen auch aus über anderen Städten und so. Das war dann plötzlich ging das sehr schnell los. Ich bin dann aber, weil ich bin kein Typ, der als Anführer irgendwie jetzt so, das bin ich nicht, sondern ich bin eigentlich immer lieber dagegen. Und ich bin dann nach Amerika gegangen, schon 71 mit dem Film und habe dann in Amerika sehr, sehr viel gearbeitet. Also Armee der Liebenden über die Schwulen- und Lesbenbewegung in Amerika und viele andere, habe also die Kultur dort beobachtet und New York war ja das Zentrum sozusagen der Künstler, also das war Andy Warhol-Zeit der Superstars, international, es war berauschend. Also ich habe das dokumentiert in einigen Filmen und bin dann immer, das war immer Geld von hier, konnte ich dann dort eben die Filme machen und ja. Mit der Bavaria hast du nicht nochmal gedreht dann in der Folge? Nee, habe ich nicht nochmal gedreht. Aber das war auch sehr lustig. Ich meine, der Bavaria, weil gleichzeitig, ich glaube, ob das über meine Initiative auch war, weiß ich nicht. Jedenfalls gab es diesen wunderbaren amerikanischen Underground-Regisseur Gregory Markopoulos, ne, der zu den großen Underground-Filmern gehört, die schon in den 50er Jahren in der Nähe von New York oder so anfingen, Filme zu machen und dann diese großen experimentellen, weil das war möglich durch den 16mm Kamera, dann später auch Doppel 8 und Super 8 und so weiter, dass wir unabhängiger Filme machen konnten. Und Gregory Markopoulos, das war ein Genie, also der hat so tolle, interessante, formale Filme gemacht und wurde engagiert, bei der Bavaria eine Oper zu machen, so eine elektronische Oper damals schon, und hat aber nebenbei gedreht einen Film, das ist wieder so ein Underground-Film, hatte sich einen unheimlich schönen Mann aus der Operette gesucht und der musste dann, bevor die Leute kamen ins Studio, wollten wir da heimlich drehen, und der hatte eine Szene mit dem nackten Mann und einem Skelett. Und dann kamen die Putzfrauen plötzlich von der Bavaria und ließen die Eimer fallen. Es gab dann einen Riesenskandal. Also das war sehr schön. Das waren so die frühen Erlebnisse. Und nein, das war eben nochmal eine andere Zeit. Ne? Ich meine, das war noch alles sehr, war ja Zeit des deutschen Heimatfilms und weiß nicht was und so. Du hast eine Sache gesagt und das war so, dann hattest du Geld, dann konntest du den nächsten Film drehen. Ist das tatsächlich für dich so geblieben, dass man einen Film dreht, man hat bestimmte Produktionsmittel, der wird ein Erfolg, das ermöglicht das weitere Schaffen. Weil nämlich das andere ist, du hast ja, ich habe vergessen, diese 700 Minuten für Arte, wie viele Interviews es waren, aber das waren ja zahlreiche Filme, 60 oder 70 Filme. Du meinst die Filme. 70 Filme zum 70. Ja, das 70. waren 70 zum 70. natürlich eben, 2012, ja. Später im Jahr ist ja steht ja der 80. an, aber sozusagen dieses von Film, von Projekt zu Projekt ist dir sehr stark geblieben, weil du hast ja gestern erzählt, du arbeitest allein jetzt wieder an 6 unterschiedlichen Projekten. Ja, und trotzdem weiß man nicht, ob die finanziert werden. Ne? Ich meine, ich habe jetzt den Rex Gildo-Film gemacht. Das ist ein großes Glück, dass wir Förderung hatten, dass er zuerst ins Kino kommt Ende September, dann ins ARD-Fernsehen. Das ist auch, also meistens werden ja meine Filme dann nachts auch irgendwie wegen des Inhalts und so versteckt. Aber diesmal ist es dann wohl 20.15 Uhr oder 21 Uhr und von dem Geld kann ich dann so ein Jahr leben, meine Miete zahlen und so, und wenn dann nichts Neues kommt, dann muss ich dich anpumpen. Gut, das gibt es Momente, ich glaube nicht, gibt es in den Momente, in denen dich jede Inspiration verlässt? Nee. Weil gestern hast du zum Beispiel auf der Bühne ja gesungen aus dem Stand, in einer Kunstsprache für meinen Kollegen Sedat Arslan. Ich durfte das Video sehen, das war ein ziemlich Liebeslied, toll. Ein tolles Liebeslied. Ja. Nein, ich bin gerne kreativ, habe sehr viel Fantasie. Ich habe ja einen Roman geschrieben, der im September rauskommt, der heißt Hasen-Pupsi-Loch.
Ja? Es ist über einen jungen Schwulen, der von der Provinz nach Berlin kommt, in eine Wohngemeinschaft von drei älteren Damen. Und die schickt er dann in die Welt, um die Diktaturen dieser Welt auszuschalten. Ne? Ist doch eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Und du malst natürlich auch permanent, genau. Weiter zeichnest. Ich war hier gerade in der Galerie, die mich ausstellen will zu meinem 80. Und ich habe in Berlin jetzt gerade eine große Ausstellung gehabt. Ich habe immer wieder gemalt und gezeichnet währenddessen. Und schreib Gedichte, schreib sehr viele Gedichte. Und das Schöne ist, dass ich ja dadurch ja keine akademische Bildung habe, im Gegensatz zu dir, ne, habe ich den Vorteil, dass ich eben nicht denken muss, wenn ich schreibe oder Filme mache, sondern ich mache es automatisch. Ich meine, Kunst ist ja immer magisch und ich mache diese Methode der Surrealisten, nicht ich schreibe, sondern es schreibt mich. Und so kann ich unheimlich schnell arbeiten. Also ich schreibe sehr, sehr schnell Gedichte, ich schreibe Theaterstücke und Filmskripte und so weiter. Also das fällt mir alles sehr leicht. Und insofern ist das so ein automatisches Schreiben. Und ich finde auch, dass es wichtig ist. Also ich sage auch immer denen, die kreativ sein wollen, macht Morning Pages, morgen, wenn ihr aufwacht, wenigstens eine halbe Stunde schreiben. Egal was, Tagebuch, eine Beobachtung. Und auch wenn ihr Gaga Popodou schreibt, nach dem zweiten, dritten Tag wird einem das zu langweilig und die schreiben dann was anderes. Und so kommt man langsam in das Schreiben oder das Beobachten. Ich meine auch jetzt, ich hatte hier an der Filmhochschule in München einen Online-Kurs von Berlin aus und das war sehr schön, weil man hat morgens um 2 Stunden online mit den Studenten gesprochen und dann nachmittags um 4 nochmal und dazwischen hatte ich ihnen Aufgaben gegeben. Und die erste Aufgabe war, nur einfach im Zimmer zu sitzen und nur zu beobachten, von einer Perspektive aus, was sehe ich? Denn man nimmt sich ja nicht so intensiv seine Umgebung wahr, vor allen Dingen eine gewohnte Umgebung. Aber zuerst mal richtig zu gucken, die Tapete, die Bettzeug, der Blick durchs Fenster, wo steht da eine Pflanze oder wo sind die Unterhosen oder weiß nicht was. Lernen, intensiv zu beobachten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für jeden, der kreativ ist, genau hinzuschauen. Also kam man so auch Filmschule aus Wien, die habe ich an 20 verschiedene Plätzen in Berlin platziert, mussten da 4 Stunden aus einer Perspektive einfach nur beobachten, was auf der Straßenkreuzung passiert. Auch wenn da wenig passiert, aber ob da nun also ein Fuchs rüberläuft oder eine alte Dame oder Ampel nicht geht oder so. Aber einfach intensiv zu beobachten, das ist, glaube ich, das. Am zweiten Tag in diesem Online-Workshop habe ich Ihnen in 2 Stunden beigebracht, wie schreibt man einen langen 90-minütigen Film. Und dann mussten Sie innerhalb von 3 Stunden einen 90-minütigen Film schreiben. Das heißt, dass man das spielerisch macht, dass man nicht so lange überlegt, sondern man fängt an, der Protagonist ist der und der. Und wenn man sich dann orientiert an Märchen oder Kitschgeschichten, dann ist automatisch, hat man Konflikte. Man würde nie drauf kommen, ein Märchen langweilig zu schreiben, wie das manche deutsche Filmemacher gerne tun, sondern man weiß, Kinder wollen Spannung. Es muss was passieren, die Hexe muss kommen oder irgendwas zusammenbrechen oder so. Und das machen wir, glaube ich, automatisch. Und dann kommt auch ein interessantes Filmskript. Und nicht, dass die 3 Jahre warten, bis sie ihren ersten Film geschrieben haben und immer wieder korrigieren. Das ist, es ist ja sehr schwer bei Filmstudenten. Ich sage immer, wenn sie ihren ersten Film machen oder ein Filmskript schreiben, das ist wie wenn ein Baby kackt. Ne? Wenn ein Baby kackt, ist es stolz, das riecht und toll und ist stolz, dass es gekackt hat. Und so sind die Filmstudenten auch. Und wenn du dann kritisierst, das ist natürlich für die unmöglich, weil das ist ein Heiligtum. Und da habe ich mir folgende Methode ausgesetzt. Also du hast 10 Studenten an einem Tisch, einer sozusagen kackt, also liest sein Filmskript vor und die 9 anderen müssen in 10 Minuten das umschreiben. Das heißt, für die ist es ja nicht so heilig. Ne? Für die ist, die sind frei und die nehmen die Idee, die Grundidee auf und spontan schreiben die und dann schenken sie dem sozusagen als eine Möglichkeit, das anzureichern. Und das sind so Sachen dann, um besser, dass sie was annehmen. Ne? Das Schöne ist, jeder kriegt das ja dann geschenkt, weil das Ganze in die Runde geht. Wir haben bisher noch überhaupt nicht ins Publikum geöffnet. Wenn es Fragen von Ihrer Seite gibt,
Intelligente Fragen, ja? Och, nein, es können auch dumme Fragen sein. Bitte nur schön. Die Antworten sind bitte, doof. Bitte. Wie kommt das, dass Sie aussehen wie 57 und aber und reden wie 22? Ich habe es nicht verstanden. Also wie kommt das, dass Sie so jung aussehen wie 57 ungefähr? Also Sie sehen ja überhaupt nicht so aus wie Ihr Alter. Ja, das hat folgenden Grund, weil ich viele kosmetische Operationen habe. Ne? Das ist ja in Los Angeles, fragt man ja, who did you face? Ne? Also das ist halt so. Ne? Und der Film, Leuten sollte man das machen. Ich weiß nicht, wer hier auch einen guten Arzt hat von euch. Aber nein, das ist klar, das... Jetzt nimm doch mal das Kompliment an, was das war. Ja, ja, also. Genau. Also das ist doch sehr schön. Nein, ich fühle mich auch sehr gut hier mit dir. Das ist wunderbar. Ne? Mir macht es auch Spaß. Ich wundere mich auch. Du siehst ja auch sehr jung aus. Ne? Wie who did your face? Also the festival did my face. Sehr schön, sehr schön. Ja. Weitere Fragen? Bitteschön. Ich habe eine Frage zu dem Film über Rex Gildo. Wie heftig ist denn heute noch die Reaktion von den Fans gegen Rex Gildo Schwulsein, wofür ja die drei Damen standen? Ist es heute im Jahr 2022 noch so? Genau, wie heftig ist die Reaktion der Fans heute noch sozusagen, wenn sie mit dem Schwulsein von Rex Gildo konfrontiert werden? Also ganz konkret zum Film, was für eine Reaktion kam da aus dieser Community? Ja, also ich habe ja versucht mit vielen auch hier in München Zeitzeugen von Rex zu reden und da war so eine Mauer des Schweigens. Und auch bei mir um die Ecke in Berlin war eine Verwandte von dem Manager von Rex Gildo, dem Manager und Geliebten, und die bei seiner Beerdigung auch war und die mir genau erzählt hatte, ne, dass der Fred Miklai schwul war und dass es in der Familie bekannt war und so. Aber auch selbst die wollte dann vor der Kamera nicht reden, weil sie selbst so eine Pseudo-Geliebte von einem damals berühmten Schauspieler war, also eine Vorzeigefrau. Und so war das hier auch. Also dieses Rex wollte nicht geoutet werden, er wollte dieses Image des Frauenlieblings erhalten und das hat er bis zum Ende durchgehalten und Conny Frobisch sagt ja auch dem Film, man kann nicht mit einer Lebenslüge ein Leben lang, das kommt nach hinten raus und das glaube ich war für ihn dann doch am Schluss sehr, sehr schwierig, diese Lebenslüge aufrecht zu erhalten. Es war ja nicht nur das, sondern es war dann seine Perücke und es waren die Zähne und es und so weiter und dieser Frauenliebling und das immer zu spielen und dann vor allen Dingen auch den jungen, hübschen Mann zu spielen, denn später sah er halt nicht mehr so gut aus, wurde älter, aber er konnte nicht dazu stehen und ich glaube, dieser Narzissmus, der hat ihn doch dann zu schaffen gemacht. Und es gab natürlich diese Hardcore-Fans, morgen wird er ja 84 oder 86, Rex Gildo, und hier in München an seinem Grab werden sich dann wieder ältere Fans, Frauen versammeln und werden dann über den Film schimpfen. Und das habe ich ja im Film eben parodiert. Ich habe ja drei ältere Damen im Film, die das vorwegnehmen, die dann sagen, also bloß nicht, und der war heterosexuell und hatte viele Frauen und so weiter. Das habe ich ja so ein bisschen parodiert, weil ich diese schon im Vorfeld kannte und wusste, dass da eben diese Lüge weiter immer noch aufrechterhalten wird. Und ich finde das so ein bisschen schwulenfeindlich auch, weil inzwischen hat sich ja auch vieles verändert. Wir haben in der Schlagerszene heute Kirsten Ott, ne, eine bewusst männlich wirkende Sängerin, die eben nicht auf Tussi macht, sondern die offen zu ihrem Lesbischsein steht und Erfolg hat beim Publikum. Wir haben Ross Anthony, der als Tunte und zu seinem Ehemann steht und so weiter, der beliebt ist. Also wir haben heute wirklich eine Schlagerszene mit einem Publikum, das das akzeptiert. Und das hätte man natürlich Rex gewünscht, dass er offener sein konnte. Zumal du ja auch Rex Gildo als Performer überhaupt nicht in Frage stellst und sozusagen sein Genie auf der Bühne oder sein Charisma ja auch doppelst durch Kilian Berger, der ja selber Musical-Darsteller ist, junger Musical-Darsteller aus Wien. Ja, also das war so ein bisschen die Schwierigkeit hier. Aber wir haben doch eine ganze Reihe von Menschen gefunden, die dann im Film offen sind.
und die das beleuchten, auch wie Gitte Henning eben, die eine sehr kluge, tolle Frau, und die dann eben doch so entlarvt hat, die waren kein Liebespaar, sondern das war eben alles arrangiert und das ist ihr dann zu viel geworden und das wollte sie nicht mehr. Und ja, als der Manager von Rex starb 1988, war das für ihn eben ganz schlimm, weil dieser Halt des Geliebten, des Managers, der ihn sehr bestimmt hat und sehr genau eigentlich seine Karriere bestimmt hat, zu seinen Gunsten, muss man sagen, denn Rex ist ja damit dann sehr, sehr erfolgreich geworden. Da war dieser Halt, war weg und das war für ihn sehr, sehr schwer. Weitere Fragen? Also, oder bleiben wir noch ganz kurz bei Rex Gildo, wenn, ach, da ist eine Hand und da auch, bitte hier zuerst und dann da. Ja. Sie sind ja ein sehr umtriebiger Mensch und Sie haben ja auch schon gesagt, was Ihre nächsten Projekte so sind mit dem Film, mit der Domina und mit dem Buch. Was ist denn sonst noch in Ihrer Pipeline? Was können wir noch von Ihnen erwarten? Was sagt er? Was sind weitere Projekte neben dem Buch und dem Film über die Domina? Oh ja, ich habe, weiß nicht, ich habe noch mal so in meinen Archiven geblättert. Ich habe, weiß nicht, 15 Filme, die einfach ziemlich entwickelt sind. Eine Sache, die ich leider beim WDR nicht durchbekommen habe, ging es um die Homoerotik von Hitler und vor allen Dingen von seiner Jugendzeit. Hitler war ja zwischen 15 und 18 befreundet mit einem Herrn Kubitschek, mit einem jungen Musiker in Linz. Die sind dann nachher nach Wien gegangen, haben da in einem Bett geschlafen und so weiter. Hitler ist ja nicht angenommen worden auf der Kunstakademie, aber Kubitschek in der Musikschule. Und dieser Kubitschek hat in den 50er Jahren seine Memoiren geschrieben, die dann aber von einem Alt-Nazi auch verfälscht wurden. Aber es sind sehr, sehr viele interessante Elemente in diesem Buch, die beschreiben, wie vereinnahmt Hitler war. Also dieser Kubitschek war ein sehr sensibler, junger, ruhiger Typ und Hitler hat ihn vollgequatscht, so wie eigentlich Hitler dann in seinen ganzen privaten Beziehungen, er hat ja sehr viel Männerbeziehungen gehabt, aber dann eben auch Frauenbeziehungen wie Eva Braun, die er ja hier in München eingesperrt hat, die ja nun gar keine Freiheit hatten. Seine Nichte Geli hat er hier eingesperrt, die dann entweder hat sie sich umgebracht oder er hat sie umbringen lassen, weil sie ihn angeblich betrogen hatte. Und ich glaube, von den 7 Frauen, die Hitler hatte, haben 5 Selbstmord gemacht. Eva Braun hat 2 Versuche gemacht und so weiter, weil die das nicht aushalten konnte. Sehr wahrscheinlich hat er auch keinen Sex mit ihnen gehabt. Ich habe ein Theaterstück im Deutschen Theater in Berlin, was gerade zu Ende gegangen ist, das hieß Hitlers Ziege oder die Hämorrhoiden des Königs über Hitler und Friedrich den Großen. Und Hitlers Ziege ist ja folgende Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg gab es einen Soldaten, der erzählt hat, als er mit 9-Jähriger zusammen mit Hitler, haben die eine Mutprobe gemacht, einer Ziege in den Mund zu pinkeln. Und sie haben deren Knebel in den Mund gegeben, haben sie festgehalten und Hitler hat dann in den Mund gepinkelt, aber der Knebel ist verrutscht und insofern ist da einiges mit seinem Penis passiert. Das hat er da im Krieg seinem Kriegskameraden erzählt, der hat ihn angezeigt und er wurde zum Tode verurteilt. Und er hat bis zum Schluss, also ist ein authentischer Fall, bis zum Schluss behauptet, dass das wahr ist. Ja, das war die Liebesgeschichte von Hitler und der Ziege. Nein, das Thema interessiert mich sehr. Also wie gesagt, ich habe es in einem Theaterstück gemacht und einen Film über diese Jugendzeit. Wir haben da auch schon einiges gedreht über Hitlers Jugend und haben von dem Kubitschek auch Verwandte gefunden und so weiter. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Aber daneben gibt es viele Sachen. Ich habe einen Film schon länger konzipiert, die Geschichte der Homosexualität von der Steinzeit bis in die Zukunft. Und der spielt auf einem fremden Stern, wo Sex nur mechanisch läuft. Und da gibt es aber ein Teenagerpaar, die beide sich nicht zugehörig fühlen. Und dann gibt es Professor Quark, der aus einem Blumentopf materialisiert wird und die beiden auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Homosexualität von der Steinzeit bis in die Zukunft nehmen. Die werden dann verfolgt von der Augenpolizei, aber wir treffen dann die verschiedenen wichtigen Stationen der homosexuellen Geschichte von Griechenland, aber auch über Afrika und China und so weiter. Und die enden dann auf einem
Transgender-Stern, wo dann alle fröhlich, ne, CSD feiern. Bevor die nächste Frage kommt, anschließend daran, wie wichtig ist Camp und wie groß ist die subversive Kraft von Camp? Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Camp ist. Ne? Susan Sontag hat ja darüber geschrieben. Aber Camp ist im Grunde genommen die Verehrung, die gleichzeitig die Verehrung und gleichzeitig die Parodie. Also das hat der New Yorker Underground Theater und Film haben das sehr gerne gemacht, dass sie Hollywood-Filme parodiert haben, meistens mit ihren Tanten oder irgendwelchen Leuten von der Straße. Und dass die Verehrung für die großen Stars, also Marlene Dietrich oder Greta Garbo oder und so weiter, haben die das sozusagen in Film gebannt oder auf die Bühne gebannt. Und gleichzeitig mit dieser Parodie war aber auch immer eine große Verehrung da. Und das hat sich so ein bisschen etabliert in der schwulen Szene hauptsächlich. Also Schwule zum Beispiel parodieren unheimlich gern ihre Mütter. Ne? Die Bürgerlichkeit der Mütter und zum Teil der Angepasstheit und der bürgerlichen Ideale und Unterwerfung und so weiter ihren Männern gegenüber, das mögen Schwule gerne parodieren und können ihre Mütter auch oft sehr gut nachmachen. Gleichzeitig ist es eine Liebe zu ihren Müttern, ne? Aber dann eben auch, und dann da gibt es dann so wie John Crawford in Mami Dearest und so, nicht diese Sachen sind dann alle Camp. Und das fand ich auch immer sehr, sehr interessant. Das habe ich ja in meinem Film Die Bettwurst gemacht von 1970/71 mit meiner Tante Luzi und einem Stricher aus Berlin, die ich zusammengebracht habe und die heterosexuelle Liebe parodiert haben. Und der Film ist ja Kult geworden und ich mache jetzt ein Musical draus im Sommer in Berlin in der Barriere der Vernunft. Die Bettwurst, ein Musical. Am 8. September ist da Uraufführung und lade euch schon alle herzlich dazu ein. Sehr schön. Letzte Nachfrage. Camp heute, 2022, du hast jetzt über die Bettwurst, was ist heute die subversive Kraft von Camp? Ungebrochen oder dadurch, dass wir gestern Schlager tanzen und natürlich wirklich Spaß genau dabei dieses haben? Dieses Schlager-Revival, ne, ist sicher ein Beispiel. Ich meine, Rex Gildo war wirklich ein begnadeter Performer. Also ich meine, eine wunderbare Stimme, hat toll getanzt, war auch unheimlich freundlich. Die Journalisten haben ihn immer zum beliebtesten Star gewählt und so weiter, weil er wirklich so freundlich war. Dahinter steckte eine unheimliche Disziplin und gleichzeitig war es natürlich Trash. Ich meine, die Lieder, die er singen musste oder deutsche Lieder mit diesem Humtata und Marschrhythmus und so weiter, die sich immer sehr ähneln, sind natürlich zum Teil grauenhaft. Aber ich bin selbst, als du da so gehopst bist, bin ich natürlich selber in Ekstase geraten innerlich. Das ist Gehirnwäsche, ne? Also so wie wenn man nach Köln zum Karneval geht und bei den Karnevalsliedern nach dem 10. musst du einfach mitsingen. Ich war nicht der Einzige, der hopste. Bitteschön. Ja, ich würde gerne nachfragen. Können Sie vielleicht noch mal was dazu sagen, wie die Idee entstanden ist, einen Film über Rex Gildo zu machen? Bitte. Wie ist die Idee entstanden, einen Film über Rex Gildo zu machen? Also die Idee stammte von dem Redakteur Jens Stubenrauch vom RBB, der ein ARD-Movie sozusagen machen wollte. Da gab es mehrere Beispiele, Biopics, also Dokumentar, Spielfilm, abwechselnd über Hans Albers und alle Geschichten. Da gibt es einige sehr gute Filme, einige auch nicht so. Und als er mir erzählte, dass sie planen, über Rex Gildo was zu machen, war ich sofort Feuer und Flamme, weil ich natürlich, das war ja nicht nur ein Gerücht, dass er schwul ist und dass er dieses tragische Leben hatte, dann zum Teil am Ende. Das hat mich sehr, sehr interessiert. Und da habe ich sehr darum gekämpft, diesen Film zu bekommen und habe dann sehr viel recherchiert. Also es war natürlich jahrelang, dass man dann Zeitzeugen sucht, dass man sich damit beschäftigt. Und das hat mir großen Spaß gemacht und es ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Ich meine, ich habe mich ja parallel gesetzt zu dem Film, also ne, ähnlich, wir sind ja ähnlich alt und ich bin mit deutschen Schlagern, ob ich nun wollte oder nicht, aufgewachsen und mit Conny Frohbös, Peter Krause und so weiter und habe dann natürlich eine andere Richtung genommen, aber dieses deutsche Entertainment, das war genau wie die katholische Kirche, war für mich Gehirnwäsche. Weitere Fragen bitte hier vorne und dann da eins weiter hinten. Achso, machen wir es umgekehrt. Ja, zuerst da die Frage. Ich wollte mal fragen, nach welchen Kriterien suchst du die Schauspieler, SchauspielerInnen für deine Filme aus? Wie besetzt du die? Wie besetzt du deine Filme? Nach welchen Kriterien? Möchtest du gern besetzt werden, oder?
Einfach nur mal wissen. Ja, wie besetze ich die? Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ich nicht nur Objekte habe, die jetzt das machen, was ich will, das könnte ich gar nicht, sondern es sind immer Leute, die sehr viel Fantasie haben. Also am Deutschen Theater habe ich ja zwei Stücke inszeniert und das große Glück war, dass ich mit Božidar Kotschewski und Heiner Bomhardt zwei Schauspieler hatte, die so viel Fantasie hatten. Die haben das praktisch selber inszeniert. Ich brauchte da nur zugucken und so ein bisschen vielleicht mal eingreifen, aber im Grunde genommen haben die mit so viel Fantasie das gemacht. Und so ist es eigentlich in vielen meiner Filme. Die Bettwurst, also ich meine, meine Tante Luzi und Dietmar, die haben das selber. Das war natürlich ihre Realität. Und ich musste nur helfen, ihnen das wieder zu spiegeln oder wieder zu geben an Dialogen und so weiter, die sie sowieso drauf hatten. Und das war die einzige Sache. Und so habe ich das gemacht mit Unsere Leichen leben noch, wo ich 5 ältere Damen in mein Wohnzimmer eingeladen habe und die sich dann gestritten und geliebt haben und ihre Geschichten erzählt haben. Das nehme ich mit Video auf und dann schreibe ich es ab und mache ein Skript raus und improvisiere es wieder neu, damit es frisch bleibt. Also diese Art, das ist eine Möglichkeit, aber ich schreibe natürlich auch richtig Skripte und es gibt auch dann Sachen, die ziemlich noch genauer gemacht werden. Aber diese Art, die Fantasie, die von den Darstellern kommt, die ist mir unheimlich wichtig. Also zum Beispiel jetzt zu meiner Galerieeröffnung in Berlin kam Dolly Buster. Und Dolly Buster, inzwischen merke ich, jeder kennt Dolly Buster. Klar. Und die ist interessiert, dass ich einen Film über sie mache. Und jetzt bin ich ganz begeistert und werde nach Wesel fahren, wo ich auch mal gewohnt habe, und werde sie lange interviewen und hoffe, dass daraus ein Film kommt und vielleicht eine Serie von älteren Sexstars, die zurückblicken auf ihre Erotikfilme oder Sexfilme oder so, Männer wie Frauen. Das, glaube ich, ist auch ein Stück Kulturgeschichte. Und vor allen Dingen, was macht das mit einem persönlich? Ne? Ich meine, sie sind ja für immer eingefroren in der Zeit. Ja. Im Internet. Ja, ja. Aber ich meine, Dolly Buster ist eine unheimlich kluge Frau. Ich meine, die schreibt Romane, die malt und so weiter, hat eben diese Firma mit ihrem Mann, ne, wo sie selber produziert hat. Ich meine, das heißt ja, dass man da nicht nur Objekt ist. Aber andere sind natürlich auch draufgegangen. Oder dieser nächste Film, den ich mache, 20 Jahre an der Peitsche über diese Domina, eine hochintelligente Frau. Und das hat sie natürlich unterschieden, weil sie in einer bürgerlichen Familie aufgewachsen ist, eine gute Bildung hatte und dann über einen Freund in die SM-Szene und die in Prostitution geraten ist. Das ist was anderes, als wenn du als junges Mädchen aus Not in diese Szene und dann in die Drogenszene kommst und so weiter. Also da gibt es doch einige selbstbestimmte Leute und die interessieren mich. Hier war eine Frage in der ersten Reihe. Also sexuelle Unterdrückung als Grund für Gewalt und Konflikte. Ich fand es so spannend mit dem Hitler, wenn man sich vorstellt, dass er sich hätte frei entfalten können, dass was dann alles nicht passiert wäre, bis hin zu den Traumata, die bis heute wirken und so weiter. Also das finde ich sehr spannend. Und ist das nicht vielleicht das Spannendste? Also magst du da nicht noch weitermachen, weil da ist noch so viel, meiner Meinung nach, so viel Bedarf, also dass man da hingeht und das erforscht. Es gibt ja noch andere Beispiele in der Geschichte, Friedrich der Zweite und so weiter. Also ich glaube, das war eher eine Anregung. Die Geschichte vorher über Hitler war inspirierend offensichtlich, über Hitler. Ja. Und sozusagen, und die würdest du nicht gerne weiter in dem Bereich forschen, wie sexuelle Unterdrücktheit oder Versehrtheit Gewalt produziert und in einem Fall wie natürlich Hitler oder anderen natürlich in eine absolute Katastrophe führen kann. Und da gibt es noch andere Beispiele. Also eher als Inspiration an dich, ist das nicht? Nein, ich meine, es gibt natürlich viele böse Schwule. Ne? Ich meine, das ist, ich habe ja den Film Darkroom gemacht über einen schwulen Serienmörder. Und das war hochinteressant. Ich meine, eigentlich von allen als sehr sympathisch beschrieben. Und der dann mit Drogen Leute
betäubt hat und dann einfach sehen wollte, wie sie sterben oder so. Und ich meine, wie kommt es dazu, der eigentlich in einer guten Liebesbeziehung, der in einer guten Ausbildung war, wie der das gemacht hat? Und da gibt es eine ganze Reihe von, also Schwule sind ja auch nicht anders als Heteros oder so, da ist das ganze Spektrum drin. Aber mich interessiert alles im Leben. Also ich könnte über jedes Blümchen oder die Geschichte eines Blümchen im Film machen und auch über dich und deine seelischen Abgründe. Das ist ja das Schöne, dass wir die alle haben. Ne? Es gibt für mich keine dummen Menschen oder uninteressanten Menschen. Wenn du fragst und intensiv fragst, kommen tolle, tolle Sachen. Also ich weiß nicht, wir haben hier im Saal haben wir Lukas. Lukas, wo bist du? Da, Lukas, ja. Darf ich deine Geschichte erzählen? Lukas, ein wunderbarer, schöner Mann, kam zu mir in seiner strahlenden Jugend in Berlin und hat ein Praktikum gemacht und zeigte so seine ersten Filme. Und er kommt ursprünglich aus Starnberg und in diesen Filmen gab es keine Konflikte. Und nun dachte ich ja, wenn Leute in Starnberg leben, dann haben die halt keine Konflikte. Das ist halt einfach immer schön und reich und die Leute sind glücklich. Und stellte sich raus, dass das doch ganz anders ist. Also, dass da viele Abgründe in seinem Umfeld sind. Und als er dann auf die Filmschule jetzt nach München kam, und macht er großartige Filme, wirklich fantastische Filme, die alle auch gespeist sind aus seinen Erfahrungen. Aber da sozusagen tiefer zu graben und den Mut zu haben, dann zu seiner eigenen Dramatik zu stehen oder so, ne? Das haben viele erstmal nicht. Ich meine, die trauen sich auch nicht. Und ich meine, was ich auch interessant finde, jetzt die Filmstudenten verweigern sich erstmal Filme über die Ukraine oder über den Krieg zu machen. Ich finde das ganz interessant. Die haben so viel eigene Sachen, so mehr persönliche Sachen, die vielleicht gar nicht so interessant sind. Aber das ist sehr schwer für sie, das anzuerkennen, diese schreckliche Realität, die momentan da ist. Aber die bietet natürlich so viel Dramatik in jedem Aspekt, ne, dieser Geschichte. Ist da so viel Stoff? Und das, ich glaube, dauert dann eine Zeit, ehe man diese Dramatik, die einen vielleicht selber auch sehr stark bedroht, ne, anerkennt. Der Film heißt übrigens Hirntattoo, von dem du geredet hast, wenn ich das richtig sehe, und lief in Hof. Und hat den Goldpreis bekommen. Genau. Und ich wollte nur sozusagen abrunden, dass ich schon eine neue existenzielle Angefasstheit gerade junger Filmemacher sehe, was ja auch kein Wunder ist angesichts des Klimawandels, der Realität ist. Und so eine existenzielle Wucht sozusagen zu einem schnelleren und direkteren Filmemachen mehr kommt. Also jedenfalls der Ansatz zu sagen, mach doch erstmal was über dich, ja, lockeres Coming of Age, das funktioniert nicht mehr. Ja, aber über sich, ich glaube, also deswegen Tagebuch schreiben. Ich meine, wenn jemand 21, 22 ist, kommt dann vielleicht aus der Provinz, aus dem Dorf, wo er vielleicht auch gelitten hat, weil er so provisieren will, kommt er in die große Stadt, versucht sich anzupassen. Aber ich sage, da wo du herkommst, da wo du die erste Liebe hattest, das erste Leid, das kannst du ganz genau beschreiben. Das ist für dich so wichtig und das musst du wiederentdecken. Und die Oberflächlichkeit nachher der Großstadt und der Subkultur und des Spaßes oder so, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Und einfach in sich zu forschen und sich selber zu beschreiben, das ist ganz wichtig. Also zum Beispiel jetzt ein Praktikant von mir, der ist jetzt in Urlaub nach Norwegen gefahren. Und ich habe gesagt, nimm deine Kamera mit. Der hatte da einen Freund, und der sich da ein bisschen einsam fühlt. Ich sage, mach was über den. Ne? Versuch da die Landschaft, diese Einsamkeit von dem Freund zu machen. Dann kam dieser Anschlag in Oslo auf diese Schwulendiskothek. Ne? Ich weiß nicht, ob er da was gemacht hat. Ich hoffe, dass er in diesem Film mit diesem erstmal Idyll und Langeweile, dass er dahin gefahren ist und da vielleicht die Trauer gefilmt hat und so weiter und die Betroffenheit oder so. Diese Dramatik ist ja ständig da bei uns im Leben, bei fast jedem. Also man bräuchte ja hier nur befragen und so. Wir haben 1000 Geschichten und das ist alles dramatisch. Und wie gesagt, 2 Stunden Glück im Kino will keiner sehen. Wir haben gnadenlos überzogen, eine Viertelstunde nämlich. Du kannst dir eine letzte Frage aussuchen. Willst du noch eine Frage über Astrologie oder noch eine Frage über deine Interviewtechnik?
Nein, ich würde dich gerne befragen. Nein, wir überziehen jetzt nicht. Weil das war doch so schön, wie du gestern rumgehopst hast, wie selig du warst und so mit wie viel Kraft du hast. Ne? Ist doch toll. Und ich wünsche dir für dein Sexleben in der Zukunft viel, viel Glück. Ne? Weil das muss man ja immer wieder neu üben und neu. Du hast ja Videos von, ne, aus der Vergangenheit, die du dir immer wieder vorspielen kannst, die dich anregen und so. Also ich gratuliere ihm, er macht ein tolles Filmfest. Wirklich Applaus für ihn. Vielen Dank, Rosa von Braunheim, meine Damen. So, und jetzt nochmal der richtige Applaus. Meine Damen und Herren, Rosa von Braunheim. Applaus.